Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer katzenbelasteten Aufnahme, Folge, wie auch immer, die Anmoderation versaut, von Mass Effect auf jeden Fall, hallo. Ja, das ist, wenn die Katzen hier die ganze Zeit um einen herumschlawenzeln und ständig irgendwas von einem wollen, dann kommen wir schon mal gleich durcheinander. So, wir wollten einen Jäger abschießen. Mir war zumindest so. Der dürfte auch gleich sein hässliches Antlitz zeigen hier. Alles nur zerbrechliche Kisten, na super. Hier ist eine überhaupt nicht auffällige Brücke, die genau über das Areal führt. So, da ist er, ja. Der hält uns nicht lange stand hier. So. Jetzt geht er auf Abstand, die feige Sau. Der macht einen Bombing Run, oder? Na, aber den haben wir gleich. So. Da kommen noch zwei Fenris angescheißert, aber die sind auch nicht das Problem. Und zwei weniger. Und dann haben wir es auch schon. Thane, was war da eben los? Du schwächelst. Was soll das? Ich erwarte ein bisschen mehr von meinen Kriegern. Die Krieger des Shepard. Wir nennen uns The Order of the Stick. Ja, das ist ein guter Name. Den gibt's auch bestimmt so noch nicht. So, dann wollen wir mal die Tür umgehen hier. Was passiert denn, wenn ich das jetzt verkacke hier? Ich meine nicht, dass ich das verkacke. Ich hab's ja nicht verkackt, wir sind ja durch. Aber was würde passieren? Kann ich da nicht weiter? Oder muss ich es einfach nochmal versuchen? Da ist das Eclipse Terminal. Hier sind Transportpapiere. Das ist die wichtige Info, die wir brauchen. Das müssten Transportpapiere sein. Hier steht, dass Bitney Four 2000 Einheiten Minagen X3 an Eclipse verkauft hat. Zusammen mit 600 Einheiten rotem Sand. Das ist zwar nicht die Information, die Samara braucht, aber es beweist, dass der Volus ein Verbrecher ist. Ich bin sicher, dass Detective Anaya daran interessiert wäre. Darüber denken wir nach, wenn wir den Schiffsnamen herausgefunden haben. Sind wir denn sicher, dass Eclipse die Person hier weggeschmuggelt hat oder vielleicht doch der Volus? Was? Niftukal? Wer ist Niftukal? Ich glaube, wir müssen hier noch ein bisschen weitersuchen. Hier gibt es noch interessante Sachen zu entdecken. Moin. Was bist denn du für einer? Oh, ich erinnere mich an den. Der ist gut. Ich bin ein biotischer Gott. Ich denke. Und meine Gedanken werden Realität. Fürchtet mich, ihr niederen Wesen. Denn ich bin fleischgewordene Biotik. Egal, was Sie eingeworfen haben, bleiben Sie zurück und ich schieße nicht. Sie werden Ihre skandalösen Worte noch bereuen. Ich bin ein gewaltiger Sturm, der alles hinwegfegt wie einen. Gewaltiger Sturm. Ein gewaltiger biotischer Wind. Ja, es war schrecklich, als die Asari mir Unmengen von Chemikalien injizierten. Aber dann spürte ich plötzlich meine unbändige Macht. Ja, okay. Sie mögen lachen, wenn ich hinfalle. Aber sie wissen nicht, was in meinem Kopf glasklar präsent ist. Nämlich, dass ich unfassbar mächtig bin.
alle sollten mich fürchten. Gehören Sie zu Pitney Force Handelsgruppe? Als ich noch sterblich war, habe ich für Pitney gearbeitet. Der Arme macht sich bestimmt große Sorgen, dass ich nicht zurückgekommen bin. Er hat Ihr Verschwinden nicht gemeldet. Vermutlich, weil sich sonst seine Abreise verzögern könnte. Ich habe den klaren Eindruck, dass Pitney Geld einem Freund jederzeit vorzieht. Pah! Ich werde unter den Seinen mit der Rache des Gerechten wüten. Aber zunächst. Die Anführerin dieser Söldner befindet sich im nächsten Raum. Ich werde Wasea umherschleudern wie eine Stoffpuppe. Shepard, der Typ kann sich doch nicht mal die Schuhe zubinden, geschweige denn kämpfen. Ich reiße sie in Stücke. Meine Biotiken kann niemand aufhalten. Wasea wird Sie in Stücke reißen. Machen Sie ein Nickerchen, dann fühlen Sie sich gleich besser. Sind Sie verrückt? Nichts kann mich aufhalten. Der Genuss... Aber... Gewaltiger Sturm. Biotischer Gott. Ich bin... Ich... Was habe ich gerade gesagt? Ich bin... so müde. Sie... haben vielleicht recht. Ja, ich bin müde. Ich werde ein Nickerchen machen. Und das Universum später zerstören. So viel zum Götterstatus. Ich finde den Kerl klasse. Wenn wir ihn jetzt übrigens nicht aufgehalten hätten mit dieser Paragon-Option, dann wäre er tatsächlich in den nächsten Raum gestürmt und wäre von Wasea auseinandergenommen worden. Ich muss hier kurz die Katze vom Tisch schmeißen. Boah, das ist schlimm mit denen. Die brauchen echt Erziehung. Habt ihr noch welche zu Hause, die ihr mir abgeben könnt? Also Erziehung. Wäre ich echt dankbar für. Meine ist alle. Guten Tag. Alles ist den Bach runtergegangen, seit wir diese dreckige Kreatur von ihr weggeschmuggelt haben. Aha. Erst taucht eine Justikarin auf und jetzt sie. Erzähl uns doch mal ein Wenigstens bisschen was. Werde ich die Freude haben, ihren Schädel zu Brei zu stampfen. Über diese dreckige Kreatur meine ich. Ich sehe es. Betäubung. Joss bereit. Zeit, ein Sold zu verdienen. So, als allererstes Captain Wasea auseinandernehmen hier. Die ist gefährlich. Blöd nur, dass ich gerade so überhaupt nichts mehr sehe da hinten. Ich hab's jetzt in den Augen verloren. Da ist sie. Stark. Kommt schon, Leute. Macht sie fertig. So, Barriere ist auch gestartet wieder. Hast du gerade eine Rakete auf mich abgeschossen? Ich zeig dir, wie das richtig geht. Tschüss, Mann! Welche Unterlagen über das Schiff geben. Ja, natürlich gibt es die. Wir haben gerade auch schon gesehen, wo es die gibt. Aber wir gucken natürlich vorher, ob wir vielleicht noch ein paar andere nützliche Sachen mitnehmen können. Die Widow ist einfach ein ganz geniales Gewehr. Ich bin so total vernarrt in die Widow. Die macht so viel Schaden, das ist schon geil. So, Waseas Datenpad nehmen wir als letztes. Vorher wird hier gehackt, was das Zeug hält. Auf diese roten Felder dürfen wir übrigens nicht mal drauf kommen. Also es ist nicht nur so, dass wir die nicht auswählen dürfen. Wir dürfen die nicht mal berühren. Das zieht uns dann schon ein Leben ab. Haben wir sonst noch etwas hier? Wie geht's denn unserem biotischen Gott? Können wir zu dem nochmal zurück? Nein, können wir anscheinend nicht. Na gut.
Dann holen wir uns jetzt das Datenpad und bringen diese Sache jetzt zu einem Abschluss. Hier ist eine Justikarin. Vermutlich sucht sie nach der Person, die wir mit der AML Demeter ausgeflogen haben. Ich war froh, als sie weg war. Sie ließ mein Blut in den Adern erstarren. Hoffentlich bringt diese Justikarin nicht meine ganzen Pläne durcheinander. Das muss das Schiff sein, nach dem Samara gesucht hat. Sollen wir zum Polizeirevier zurückgehen und ihr den Namen geben oder uns erst ein wenig umsehen? Geben wir ihr den Namen und dann nichts wie weiter. Werde ich denn jetzt direkt in ein Gespräch mit Samara geschleudert oder kann ich mich vorher nochmal mit Pitney Four unterhalten zum Beispiel oder auch mit dem Detective? Weil wir haben ja jetzt im Eclipse-Hauptquartier oder im Eclipse-Versteck, das Hauptquartier war es ja nicht, doch die ein oder andere ganz interessante Information herausgefunden. Ne? Zum Beispiel Elnora und aber auch Pitney Four. Die Polizei gibt es nicht zu, aber die Eclipse-Schwestern beherrschen diese Gegend. Niftukal, da bist du ja wieder, mein Freund. Ich weiß nicht, was sie mir verabreicht haben. Aber ich dachte, ich wäre... Nun, das haben sie ja gesehen. Wie auch immer. Danke, Shepard. Bitte, bitte, gern geschehen. So... wo ist denn Pitney? Ach, da steht Pitney. Wir geben die Daten natürlich an den Detective und nicht an Pitney vor. Ich wollte früher auch mal Justikarin werden. Vermutlich wie jede Asari. Wo wir mit dem dann auch gleich nochmal reden können. Beziehungsweise, Moment, wir haben ja ein Autosave gekriegt, als wir hier das Ganze betreten haben. Wir können ja erst mit ihm reden. Danke, dass Sie die Bedrohung durch die Eclipse beendet haben, Erdenclan. Es wird Monate dauern, bis Sie Ihre Organisation wieder aufgebaut haben. Außerdem, nur so aus Neugier, als Sie da rumgestöbert haben, sind Ihnen da vielleicht Transportpapiere in die Hände gefallen, die mir gehören? Man weiß nie, wann man so etwas mal brauchen kann. Vielleicht ändern Sie Ihre Meinung, Erdenclan, wenn ich Ihnen sage, dass die Rückgabe der Papiere sich für Sie lohnen würde. Wenn Sie sie dem Detective geben, bekommen Sie nur einen warmen Händedruck. Und? Das stört mich nicht weiter. Ich habe schon das, was ich brauche. Na, Detective. Wenn Sie etwas haben, das die Justikarin zur Abreise veranlassen könnte, zeigen Sie es ihr. Vor allem habe ich was, was für dich interessant ist. Wenn Sie etwas haben, das die Justikarin zur Abreise veranlassen könnte, zeigen Sie es ihr. Ich habe den Namen des Schiffes. Ihr Flüchtling ist vorgestern an Bord der AML Demeter von hier weggeflogen. Shepard, Sie beeindrucken mich. Sie haben Ihren Teil der Abmachung eingehalten. Also werde ich meinen auch erfüllen. Ich bin bereit, sofort abzureisen. Würde das Ihre Vorgesetzten zufriedenstellen, Detective? Sie können jederzeit gehen, Justikarin. Es war eine Ehre, Sie auf meinem Revier zu haben. Und ich bin dankbar, dass Sie mich am Leben gelassen haben. Sie sind auf einen Kodex eingeschworen, der Ihre Entscheidungen bestimmt. Aber ich führe hier eine militärische Operation. Sie fragen sich, ob ich mich wegen meines Kodex Befehlen widersetzen werde, richtig? Das könnte ich nicht zulassen. Indem ich zustimme, mich Ihnen anzuschließen, sehe ich mich veranlasst, den schwersten aller Justikarschwüre abzulegen. Den dritten Eid der Unterordnung. Danach wiegen Ihre Befehle schwerer als der Kodex. Dennoch sollten Sie wissen, dass ich nach wie vor eine eigene Meinung habe, falls die Lage es erfordert. Die Normandy liegt in der Nähe der Haupthandelsebene. Ich sehe Sie an Bord. Ich muss auf Sie eingeschworen werden, damit ich nicht länger gezwungen bin, zwischen Ihren Befehlen und dem Kodex zu entscheiden. Beim Kodex. Ich werde Ihnen dienen, Shepard. Ihre Entscheidungen sind meine Entscheidungen. Ihre Moral ist meine Moral. Ihre Wünsche sind mein Kodex.
Ich hätte nie gedacht, mal von einem Justicar so einen Schwur zu hören. Sollten Sie mich etwas extrem Ehrloses tun lassen, muss ich Sie töten, sobald ich von meinem Schwur entbunden werde. Mir ist klar, dass das ein überaus wichtiger Akt ist, Samara. Ich danke Ihnen. Das Leben eines Justicars kann ziemlich einsam sein. Ich gebe zu, dass ich mich darauf freue, mit einer Gruppe ehrbarer Helden zu dienen. Ehrbare Helden? Sollen wir zu Ihrem Schiff zurückkehren? Ich muss mit dem Detective sprechen. Danke, dass Sie Samara aus meinem Bezirk gebracht haben. Jetzt kann ich meinen Enkelinnen erzählen, dass ich eine Justikarin getroffen habe. Und sie haben gerade meine Chancen enorm erhöht, überhaupt Enkelinnen zu haben. Ich kann beweisen, dass Eclipse den Volus-Händler ermordet hat. Was haben Sie denn da? Interessant, aber ich kann das nicht bestätigen. Es wäre nicht zulässig. Ich hafte für Shepard und alle Beweise, die er vorbringt. Ich akzeptiere das Urteil der Justikarin. Danke, Shepard. Ich war unsicher, ob ich einem Fremden trauen sollte. Noch dazu einem Menschen. Aber Sie haben es geschafft. Von dieser Elnora habe ich noch nie gehört. Vermutlich hatte Ihre Karriere gerade erst begonnen. Gut, dass Sie dem ein Ende bereitet haben. Okay, Schluss mit den Glückwünschen. Die Verbrechensrate hier steigt immer noch ins Unermessliche. Ich kann beweisen, dass Pitney Four roten Sand und illegale Waffen eingeschmuggelt hat. Darf ich das mal sehen? Nun, das ist ziemlich belastend. Ich schicke einige Offiziere los, um ihn und seine Leute zu verhaften. Das ist eine große Hilfe, Shepard. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll, aber wir haben eine kleine geheime Kopfgeldbörse. Hier, nehmen Sie. Ja. Wieder eine Mission erfüllt, wieder ein paar Verbrecher hinter Gittern oder unter der Erde und wir haben mit der Justikarin Samara ein neues Crewmitglied für unsere Mission gewonnen. Alles in allem würde ich sagen, war das doch ein recht lukrativer Tag. So, ich glaube, meine Katzen waren auch sehr produktiv. Mir steigt da gerade fast in die Nase. Ich glaube, ich muss nach der Aufnahme mich erst bei dem Katzenklo zuwenden. Boah. Diese Tiere machen mich fertig. Echt. Die machen mich fertig. 14 Wochen sind sie jetzt alt. Hilfe. Echt. Aber total süß. Und der Ladebildschirm geht wieder viel zu lang. Ich weiß gar nicht, was ich da so erzählen soll. Tick, tack, tick. So, geht doch. Willkommen auf der Normandy, Samara. Wir haben Ihr Profil ausführlich studiert. Mit Ihren Fähigkeiten werden Sie mit Sicherheit eine großartige Ergänzung unseres Teams sein. Danke. Von einer Organisation wie der Ihren ist das wirklich ein großes Lob. Ich habe Samaras biotische Kräfte schon in Aktion gesehen. Sie sind beträchtlich. Wir wissen noch immer nicht, was uns beim direkten Kontakt mit den Kollektoren erwartet. Ich werde auf alles vorbereitet sein, worauf wir treffen. Wo sollen wir sie unterbringen? Ein Zimmer mit Aussicht auf den großen Orkusnebel wäre mir am liebsten. Quartieren Sie sie im Beobachtungsraum auf Deck 3 ein. Danke. Ich muss nun über die Ereignisse des Tages meditieren. Und da watschelt sie davon. Und Jacob, einmal mehr salutieren. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass das alles so richtig ist, was der da macht. Auf einem Schiff, das sich bewegt und ständig Kurs und Ausrichtung ändert, ein Zimmer mit Aussicht auf den Orkusnebel zu fordern, ist natürlich schon... Ja, da muss man, glaube ich, bereit sein, häufiger mal umzuziehen. Im Forschungsterminal kann man natürlich wieder ein bisschen upgraden. Wir haben ja wieder was gefunden. Ein Panzerungsupgrade nämlich, das den biotischen Schaden um 40% erhöht. Der Hyperverstärker, das ist natürlich... echt nicht schlecht. Trotzdem
geht uns allmählich das Element Zero aus. Da müssen wir echt nachgucken dann. So, Morden muss noch ein bisschen warten. Haben wir eine E-Mail gekriegt? Die wir jetzt noch schnell lesen können. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. War ja klar. An Grunts Commander von Schamane Erdnott. Verdammt, ich hasse diese Dinger. Aber Sie müssen das hören. Sie gehören zu Grunts Krunt und sind sein Commander. Sorgen Sie dafür, dass er am Leben bleibt. Hier muss ich höflich bleiben und meine Rolle spielen, aber unser Volk stirbt. Für Krogana war das Überleben schon immer wichtiger als die Tradition. Und wenn wir als Volk überleben wollen, brauchen wir ihren laborgezüchteten Grunt. Okia war zwar wahnsinnig, aber er hatte einen Plan und das kann man von den meisten auf diesem Gesteinsbrocken hier nicht behaupten. Also bringen Sie Grunt nach Ihrer verdammten Mission zurück. Mein Volk braucht ihn. Und sollten Sie alle getötet werden, werde ich auf Ihre Gräber pissen. Schamane Erdnott. Charmantes Kerlchen. Gut, wir gehen noch kurz hören, was Joker und Kelly zu unserer neuen Anwerbung zu sagen haben. Und dann machen wir auch Schluss für heute. So, Commander, sogar Ihre Asari sind also ausgebildete Killer? Kaufen Sie die eigentlich alle im selben Laden, oder was? Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. Ich mag Joker, der hat immer einen flapsigen Spruch auf den Lippen. Und wird dabei aber nicht nervig. Ich kenne auch ein paar Leute, die übertreiben das mit sowas und dann will man sich gar nicht mehr mit denen unterhalten. Es gibt nichts Absoluteres als den Schwur einer Asari-Justikarin. Es war richtig, Samara auf unsere Seite zu ziehen. Ich finde Quarianer überaus faszinierend, aber sie machen mich auch immer ein wenig traurig. Wie kommen wir jetzt von Samara auf Quarianer? Ist da der falsche Clip eingespielt worden oder hat irgendwer nicht aufgepasst? Ich habe sie nicht wegen ihres Aussehens rekrutiert. Die Normandy hat doch schon sie, Kelly. Sie schmeicheln mir. Wie auch immer. Was gibt's? Nichts weiter. Das wäre alles. Viel Glück da draußen. Ja, Glück können wir gebrauchen. Was wir auf jeden Fall auch gebrauchen können, ist eine kleine Pause, ein Folgenende, etwas endet, etwas Neues beginnt. In dem Fall eine neue Folge und zwar schon morgen hier bei Mass Effect. Komisch, dass gar keine Primäreinträge mehr kommen zu den Asari oder sonst was. Sehr seltsam alles. Na gut. Raumschiffe, Fregatten. Fregatten sind leichte Eskortschiffe und Kundschafter, meist mit leistungsstarken Guardian-Systemen bestückt, um größere Schiffe vor Jägern zu schützen. An Bord ist oftmals eine Einheit der Marines, um Sicherungs- und Kampfaufgaben zu übernehmen. Anders als größere Schiffe können Fregatten auch auf Planeten landen. Die wichtigste Aufgabe von Fregatten ist die Aufklärung. Sensoren sind, anders als Schiffe und Kommunikationsmittel, die den Masseneffekt einsetzen, auf die Lichtgeschwindigkeit begrenzt. Ein stationärer Beobachter sieht ein Schiff in einem Licht der Entfernung erst, wenn das Licht davon bei ihm ankommt, also ein Jahr später. Angreifer mit Überlichtgeschwindigkeit kommen immer früher an, als der Verteidiger sie mit Lichtsensoren orten kann und haben deshalb stets das Überraschungsmoment auf ihrer Seite. Zur Verteidigung umgeben sich Flotten deshalb mit zahlreichen Kundschafterfregatten, die den Raum nach feindlichen Schiffen scannen und die Hauptgruppe warnen können. Fregatten erreichen aufgrund ihres leistungsstarken Antriebs hohe ULG-Reisegeschwindigkeiten. Sie haben auch proportional größere Steuertriebwerke und sind leichter, wodurch sie besser zu manövrieren sind. Im Kampf sind Fregatten wegen ihrer Geschwindigkeit und Manövrierbarkeit für Langstreckenwaffen größerer Schiffe praktisch unangreifbar. Im Flottenkampf werden 4 bis 6 Fregatten zu Rudelflottillen zusammengezogen. Rudel jagen durch feindliche Formationen und schalten Schiffe aus, deren kinetische Barrieren von Disruptor-Torpedos deaktiviert wurden. Rudel zerstören wehrlose Ziele und entziehen sich durch überlegene Geschwindigkeit und Manövrierbarkeit dem Beschuss. Allianz-Fregatten werden nach großen Schlachten in der Geschichte der Menschheit benannt.